Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin gestern wieder aus dem Urlaub zurückgekommen vom Gardasee. Da werden jetzt zunächst auch noch mal zwei richtig geile Videos kommen. Ist zwar alles ein bisschen anders gelaufen als geplant, aber lasst euch überraschen. Ich wollte euch auf jeden Fall heute erstmal schnell ein Update geben, was mit dem Becken passiert ist in der Zeit, wo ich nicht da war. Da ist nämlich einiges passiert, leider. Ich zeige es euch einfach mal ganz kurz. So, ich filme das Ganze jetzt erstmal schnell tagsüber. Also ihr seht hier, IKEA-Becken ist komplett zugealgt. Das Becken besteht irgendwie nur noch aus einem Algenklumpen. Das müssen wir heute auf jeden Fall ein bisschen sauber machen. Also auf jeden Fall einen Wasserwechsel machen, die Algen ein bisschen rausholen, dass die Fische wieder Platz haben zum Schwimmen. Aber ansonsten geht es den Fischen sehr gut. Ich guck mal, ob ihr da vielleicht was seht. Ja, okay, es ist echt sehr, sehr zugealgt. Hier genau dasselbe Spiel. Wobei es sich hier noch einigermaßen in Grenzen hält. Also man sieht auch sehr, sehr viele Algen. Aber das ist nicht schlimm. Das machen wir heute im Laufe des Tages. Die werden spätestens am Ende des Videos wieder ultra klar sein. Dann noch eine Sache. Die gelben Chilis sind jetzt gut. Werde ich auch am Ende des Videos mal probieren. Das sind diese Lemon Chilis. Wie gesagt, die werden wir später nochmal ernten. Dann da hinten ist nochmal diese große grüne Chili. Keine Ahnung, was das für eine ist. Aber die werden wir auch am Ende des Videos auf jeden Fall probieren. Dann hier das Quarantänebecken. Ja. Filterloses Quarantänebecken. Da haben wir auch, ich glaube, mehr Algen als Wasser drin. Ihr seht es gerade. Aber den Fischen geht's gut. Die schwimmen da drin noch rum. Alles bestens. Ja, wie gesagt, hier genau dasselbe Spiel. Die Bitterlinge. Ich weiß nicht, ob ihr es gerade gesehen habt. Die sind auf jeden Fall auch noch drin. Denen geht's auch gut. Muschel lebt auch noch. Mal gucken, ob ich es fokussiert bekomme. Ja. Da seht ihr sie, eine jedenfalls. Die andere, keine Ahnung, wo die ist. Da müssen wir dann gleich mal schauen, wenn wir das Ganze sauber gemacht haben. Also ich werde, wie gesagt, heute großen Wasserwechsel machen, groß Algen entfernen und dann wird das Ganze wieder gut aussehen. Seht ihr dann wieder im Dunkeln, wie sich das Ganze entwickelt hat. Oh, ich sehe gerade die, oh Gott, die Blindfische sind ja noch fetter geworden. Hier seht ihr es auch nochmal. Also es ist ein richtiger Brummer geworden. Die werden wir jetzt mal ganz kurz füttern. Dazu werde ich mir noch ein bisschen hier von dem Foodporn-Futter von Jöst schnappen. So. Happy, happy. Ja, das ist echt blöd hier zu filmen, tagsüber. Aber wisst ihr. Ja, sind auf jeden Fall noch gut hungrig. Die Gründlinge, die sind auch ganz schön gewachsen. Also die sind echt riesig geworden, ey. Ganz schöne Brummer. Ja. Das werden wir auf jeden Fall im Laufe des Tages mal machen mit dem Wasserwechsel. Dann werde ich mich an die Videos vom Gardasee machen. Also ich habe zwei Videos gedreht. Die kommen jetzt, glaube ich, Ende der Woche und Anfang nächster Woche. Je nachdem, wie ich fertig werde. Und für mich geht es am Freitag schon wieder weiter Richtung Dresden. Und da werde ich dann noch mal zwei, drei Videos für euch drehen. Interessante Videos. Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal erstmal wieder die Becken sauber. Das ist nämlich erstmal das Wichtigste, dass die Fische wieder genug Schwimmraum haben und dass das hier wieder alles gut aussieht. Boah, guckt euch das mal an, wie krass hier die Minze gewachsen ist, ey. Das ist ja abnormal, wie riesig die geworden ist. Hier ist auch nochmal so ein Strang nach unten gewachsen. Ja. Übrigens vielen Dank für die vielen Kommentare und für die Tipps bezüglich der Chilis hier oben. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal nach dem Wasserwechsel anfangen, ein bisschen zu düngen. Ich werde die Wasserwerte auch mal testen und mal gucken, was wir da überhaupt an Werten haben. Habe ich mich noch gar nicht gemacht. Und ja, dementsprechend halt anfangen, ein bisschen zu düngen. Ich weiß, es ist eine Aquaponik eigentlich gar nicht nötig, aber ich will nicht noch mehr Fische hier reinsetzen, weil ihr seht ja selbst, da sind eigentlich schon einige drin jetzt. Und wenn ich jetzt noch mehr dazu setze, ich glaube, das wird einfach zu viel sonst. Deswegen zum Schutz der Fische. Zum Schutz der Tiere lieber nicht noch mehr einsetzen. Ja, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir starten jetzt erstmal und machen hier einen Wasserwechsel und machen die Becken sauber. Los geht's. Kurz erst, was wir jetzt erstmal machen: Scheiben sauber. Dann sieht man vielleicht auch mal wieder ein bisschen mehr da drin. Oh je. Komplett veralgt. Okay, es geht eigentlich noch. Geht noch einigermaßen. So, übrigens mal die Frontscheibe ein bisschen sauber. Hier genau dasselbe Spiel. So, einmal Scheibe sauber. Für klaren Durchblick. Einiges am Punktalgen hier an der Scheibe dran. Ist ja eigentlich ein Zeichen für gute Wasserqualität. Zu gut wahrscheinlich.
Gut, und als nächstes werden wir jetzt erstmal ein paar Algen rausholen. Oh je, das hat echt alles komplett zugealgt. Aber das geht ja zum Glück relativ schnell und einfach hier. Ich frage mich aber, warum das so zugealgt ist, weil eigentlich hat ja nicht wirklich die Sonne geschienen in der letzten Woche. Daher wundert mich das ein bisschen. Boah, guckt euch das mal an. Was für Batzen. Ein paar Schwimmpflanzen können wir ja auch mal ein bisschen ausdünnen. Ey, ey, ey. Ich glaube, die Schwimmpflanzen können wir echt mal großzügig ausdünnen. Das sind nämlich echt viel zu viele. Und die wachsen ja nach wie Unkraut. Ich würde sagen, ich schmeiß mal so einen ganzen Büschel hier raus. Den Froschbiss können wir hier drin lassen. Ah, von dem Kleinen hier so, ja, kommt wirklich ein bisschen weniger rein. Hier haben wir die Krebsschere noch. Die sieht auch ganz gut aus. Ah, seht ihr, jetzt habt ihr wieder Schwimmplatz hier, Schwimmraum. So, hier hinten kommt auch noch ein bisschen was raus. Gut. Dann hätten wir das jetzt schon mal. So, in der Zwischenzeit werde ich jetzt erstmal hier Wasserwechsel machen. Machen wir jetzt mal heute mal einen großzügigen von 90%, würde ich sagen. Da sieht man ganz gut, was da für ein Schmodder drin ist. Deswegen mal ein großzügiger Wasserwechsel. Schadet auf jeden Fall nicht. Ja, jetzt werden wir hier noch ein paar Algen rausholen. Wobei, hier geht's eigentlich. Also jetzt, wo die Scheibe sauber ist, ist es gar nicht so wild, finde ich. Bisschen Algen absaugen, bisschen absammeln, dann passt das auch schon wieder. Sah schlimmer aus, als es ist. Gut, also hier nochmal ein paar Algen raus und dann der Wasserwechsel. Gut, los geht's. Ja, hier ist wirklich nicht viel. Also das geht ja. Das war's schon. Also da ist fast gar nichts mit Algen. Da machen wir nur einen Wasserwechsel. Das langt vollkommen. Also hier ist es auf jeden Fall um einiges schlimmer. Das ist das, was ich da rausgeholt habe. Ja, hier haben wir ein paar Schneckeneier. Das ist mal drin. Einmal Schmutzradierer. So, ein bisschen die Algen wegmachen. Ein bisschen aufwühlen hier, dass der ganze Dreck abgesaugt wird. Hier nehmen seht ihr, wie grün die Scheibe ist. Aber Outdoor-Aquaristik ist auch Algen-Aquaristik. Der ganze Dreck geht raus. Da kommt neues Wasser rein und dann haben wir das auch schon erledigt. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gezeigt habe, bestimmt schon in einem der älteren Videos von mir. Wenn ich Wasserwechsel mache und so ein Algenproblem habe, mache ich das meistens so, dass ich mir entweder eine Sprühflasche nehme oder in dem Fall hier den Schlauch, das Ganze ein bisschen härter einstelle vom Strahl her und die Algen so ein bisschen runterspritze vom Hardscape. Damit habe ich jetzt eigentlich mal ganz gute Erfahrungen gemacht. Damit löst man halt die Algen so ein bisschen und ja, spült die auf. Und damit lässt sich das Ganze ein bisschen leichter absaugen. Was noch ein Vorteil ist, man wirbelt den Boden so ein bisschen auf und kann dann halt auch besser zusammen abmulmen. Oh, jetzt ist die Lampe hier rausgefallen. Somit wirbelt man halt den ganzen Dreck auf und ja, der kann halt gut abgesaugt werden. Moment. Hier sieht man jetzt ganz gut, was da für eine Brühe rauskommt. Gut, ich würde sagen, ich mache das jetzt mal ganz gut zu Ende bei dem Becken und dann sehen wir uns gleich wieder. Freunde, ganz gefährlich, ich sehe gerade, hier ist ein Gelbrandkäfer drin. Den müssen wir auf jeden Fall rausfangen, weil der frisst Fische. Seht ihr ihn? Ich hoffe es. So, noch ein kleiner Tipp, wie ich das immer mache. Ich lasse jetzt das Wasser hier hinten reinlaufen, sauge es hier noch ein bisschen ab, sodass der ganze Mulm, der halt noch hier drin rumfliegt, ja, immer noch abgesaugt wird. Gerade ein bisschen, weil das Wasser ein bisschen kühler ist als das Becken hier draußen. Da sieht man auch schon wieder die Bitterlinge. Ja, wie gesagt, das Wasser läuft da hinten rein, drückt das andere Dreckwasser hier nach vorne und dann ist gleich alles wieder klar. Danach wird es wieder befüllt natürlich. Ja, und dann hängen wir natürlich den Schlauch auch mal hier in das große Aquaponik-Aquarium. Das kann jetzt erstmal wieder volllaufen. So, das kann jetzt auch erstmal leer laufen oder
wenigstens zur Hälfte. So, das Becken ist gleich wieder ready. Das ist jetzt gerade ein bisschen beschlagen, weil das Wasser ein bisschen kühler ist als die Umgebungstemperaturen, ziemlich hohe Luftfeuchtigkeit. Aber ja, ihr seht es ja am Ende des Videos nochmal, wenn es dann am Abend wieder mit Beleuchtung ist. Hier mache ich es übrigens mit dem Wasserwechsel genauso. Ich lasse hier hinten Wasser reinlaufen, lege hier den Schlauch rein und lasse das so ein bisschen hier absaugen, dass der Mulm einfach ein bisschen weggesaugt wird. Dann muss ich das Ganze nicht abmulmen. So, natürlich machen wir auch Wasserwechsel hier bei dem kleinen Quarantänebecken. Oder ich nenne es einfach mal die filterlose Glückgrube. Die ist nämlich echt komplett zugemoddert. Also, ich weiß nicht, filterloses Outdoor-Aquarium, ja, kann man machen, aber es sieht halt einfach nicht schön aus. Dann lieber ein Filter dran, sodass sowas hier halt nicht passiert. Das ist halt echt komplett zugemockt, nicht so schön. Also meine persönliche Meinung, filterlose Outdoor-Aquaristik muss nicht sein. Mag zwar funktionieren, also den Fischen geht's gut, aber es sieht halt einfach echt nicht schön aus und ist halt komplett zugemoddert. Filterlose Güllegrube ist auch wieder sauber, hier ist dafür wieder schön klar. Aber wie eben schon gesagt, mehr dazu dann, wenn es dunkel ist. So, es ist jetzt schon langsam dunkel, also dunkel genug, um zu filmen. Jetzt werden wir erstmal ganz kurz die Lemon Chilis probieren. Darauf freut ihr euch doch am meisten, gibt es doch zu. So, ich habe gerade mal geguckt, also die sind schon reif hier. Ich glaube, das sind so Lemon Chilis. Keine Ahnung, wie scharf die wirklich sind, werden wir jetzt gleich sehen. Aber die grüne hier ist noch nicht gut, die da hinten ist. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Die da, da. Die ist noch nicht ganz reif. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Die geht's dann mal am nächsten Mal. Gut. Dann würde ich sagen, zum Wohl. Ich muss sagen, die schmeckt am Anfang echt ein bisschen nach. Oh. Oh. Man kann nicht sprechen. Oh. Also sie sind ungefähr. Oh. 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 Ich hätte mehr Milch mit runternehmen sollen. Oh. Oh. Oh Mann. Also sie sind ungefähr genauso scharf wie die roten. Die kleinen roten. Schmeckt am Anfang wirklich ein bisschen nach Zitrone. Oh, aber brennt richtig. Ach, Junge. Schärfeskala, sagen wir mal, 8,5 von 10. Alter, brennen die. Das tut richtig weh. Oh. Gut. Kurze Pause und dann geht's die Aquarien. Boah. Okay, dann hier sind jetzt die Aquarien. Wie gesagt, sehr viel hat sich nicht getan. Algen sind aber ja, so gut wie keine da bei dem Großen, wie ihr seht. Das war eher an der Scheibe so ein bisschen grün. Sieht echt ganz gut aus, finde ich jetzt. Könnt ihr gerne auch mal noch eure Meinung in die Kommentare schreiben. Also die Minze wächst auf jeden Fall echt extrem gut, habt ihr ja schon vorhin festgestellt. Und unter Wasser sieht das Ganze auch super aus. Mit den fetten Blindfischen. Na komm, fokussier mal. Da. Und wie gesagt, Algen ist nicht wirklich schlimm, also nicht wirklich viele. Immer noch hier neben so ein bisschen. Boah, mir läuft immer noch die Nase von der Chili. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Auch die Muschelblumen, die habe ich ja ein bisschen ausgedünnt. Das läuft auf jeden Fall auch. Läuft genauso wie meine Nase. Ja. Also Aquaponik, perfekt. Und hier IKEA Aquarium. Jetzt nach dem Wasserwechsel sieht man noch ein bisschen Algen.
aber halb so wild. Hier ist noch so ein ziemlich großer Klumpen an Wurzeln von den Muschelblumen. Aber ich glaube, das kann man auf jeden Fall so lassen. Das sieht ganz cool aus. Oh, da sind die riesen Blaubart-Bärblänge. Die sind noch ein Stück größer geworden. Ey, das ist echt extrem, wie schnell die wachsen. Richtig cool. Ja, und die Bitterlinge, da hinten sind sie. Haben leider noch keinen Nachwuchs bekommen. Die andere Muschel eben gerade so zugegangen. Und die andere scheint immer noch unter dem Hardscape zu sein. Gut. Ich glaube, das war's von dem kleinen Update jetzt hier von dem Becken nach dem Urlaub. Ah, guck mal hier. Da ist noch eine Riesenapfelschnecke. Die ist hier gerade auf Algentour. Ich denke mal, die sind auch dafür verantwortlich, dass hier so wenig Algen drin sind. Die fressen das ganze Zeug ganz gut weg. Vielleicht setze ich mal eine von denen hier drüben rein, um zu gucken, ob die auch hier die Algen wegfressen. Das ist eigentlich eine gute Idee. Das mache ich jetzt mal ganz kurz. So. Du kommst mal her. Du hast heute mal Urlaub hier in dem Aquarium. So, schauen wir mal, ob sie Algen wegfrisst oder nicht. Werden wir noch beim nächsten Mal sehen. Ja, und hier mein filterloses Güllefass. Sieht auch wieder ganz gut aus. Fischen geht's gut. Algen rausgemacht. Die Muschelblumen werden ein bisschen gelb hier. Keine Ahnung, was da los ist. Aber ja. Und Eisendünger werde ich jetzt mal reinmachen. Ich habe übrigens auch vergessen, die Wasserwerte zu testen, bevor ich Wasserwechsel gemacht habe. Das werde ich jetzt in 3-4 Tagen mal machen und beim nächsten Video dann euch updaten. Und morgen werde ich ein bisschen Eisendünger reinmachen. Das will ich heute noch nicht machen, weil ich heute Wasserwechsel gemacht habe. Erstmal wieder ein bisschen akklimatisieren lassen und dann morgen ein bisschen Eisendünger rein. Zeige ich euch dann auch im nächsten Video. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann und tschüss.